Ich bin ganz aufgeregt. Knichel! Hallo ihr Lieben, auf Instagram habt ihr es ja schon mitbekommen. Da habe ich ja immer täglich meine Updates gemacht, als ich in Berlin gedreht habe, die zweite Staffel von Dr. Sor. Aber einige haben geschrieben, dass sie gar kein Instagram haben. Und deswegen habe ich euch ja versprochen, dass ich auch auf YouTube alle auf dem Laufenden halte. Und das mache ich mit diesem Video. Und ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie meine Woche in Berlin war, die Drehwoche. Also wir hatten wirklich Montag bis Sonntag gedreht, jeden Tag. Meistens von morgens bis abends. Und ich muss sagen, ich habe eine super Cast, eine Traumcast für die zweite Staffel der Dr. Sor. Und wir hatten riesengroßen Spaß. Und es hat alles funktioniert. Ich bin das gar nicht gewohnt. Irgendwas ist eigentlich immer. Wir hatten auch ein kleines Fauxpas zwischendrin. Aber das ist nicht doll schlimm gewesen. Und alles hat mitgespielt. Die Drehtage haben funktioniert. Das Wetter hat mitgespielt. Das war ja meine größte Sorge. Und ich habe die ganze Staffel irgendwann geschrieben gehabt. Pfingsten hatte ich sie geschrieben gehabt. Und dann habe ich einen Drehplan erstellt, wann wir welche Szene drehen. Und wir haben konsequent durchgedreht und wir sind durchgedreht. Nein, wir sind überhaupt nicht durchgedreht, weil es waren einfach alles Profis und es ist toll. Ich liebe es, mit Profis zusammenzuarbeiten. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an diejenigen davon, die gerade hier zugucken. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Also der Dr. Sor, die zweite Staffel. Es werden 3 Folgen. Sie werden nicht besonders lang sein, die Folgen. Es war schon so genug Arbeit, sag ich mal. Und es war einfach schön, das jetzt gedreht zu haben und es ist total erleichternd, alles im Kasten zu haben. Aber wir werden noch 2 Drehtage haben, am 5. und am 6.8. oder am 6. und 7.8. 6. und 7. Ich weiß nicht, Sonntag auf jeden Fall, werden wir noch 2 Drehtage haben. Einen der Darsteller habe ich ja schon verraten, mit dem werde ich dann den ganzen Tag drehen, der Santiago Ziesmer, Stimme von SpongeBob, Ferkel, etc., Steve Urkel. So, wir haben einen fabelhaften Drehtag hinter uns. Ja, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren sehr erfolgreich und vor allen Dingen immer Sonne da, Sonne weg und so. Es war sehr lebendig. Ihr werdet sehen. Dann habe ich wirklich alles im Kasten und dann geht's ans Eingemachte. Dann wird natürlich alles noch geschnitten und ein paar Effekte werden noch eingefügt und so. Und das dauert tatsächlich noch eine Zeit. Ich peile an, dass ich die neue Staffel im Oktober hochlade. Mal sehen, wie es funktioniert. Und ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Die Instagram-Leute natürlich zuerst. Aber auch auf YouTube bleibt ihr immer auf dem Laufenden und seht das immer gleich, sobald ein Video hochlädt, wenn ihr die Glocke aktiviert zum Beispiel. Und dann halte ich euch hier auf dem Laufenden. Ja, ich habe eine Menge getan. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, extra dafür, die ich natürlich auch für andere Videos dann verwenden kann. Ich habe mir die Haare wieder wachsen lassen, damit das geht, damit ich die Dr. Sor Frisur machen kann. Und ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut, tatsächlich diese Woche in Berlin abzudrehen. Und ich hoffe, dass euch das gefallen wird, was ich dann da hochlade. Also, mir gefällt es. Das ist schon mal die Hauptsache. Und vor allem gefällt mir, dass ich das Ding mal fortführe, weil es ist ja tatsächlich 6 Jahre her, ne? Als die letzte Folge online gestellt wurde, also fast 6 Jahre. Und und endlich werdet ihr erfahren, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der einschaltet. Sagt es ruhig weiter. Wie ihr gemerkt habt, mein Algorithmus ist einfach zerschossen. Wenn ihr mal die Klickzahlen seht in meinen neuen Videos. Es haben längst nicht alle Leute mitbekommen. Ich werde vielleicht mal unter meinem ersten Dr. Sor, unter der ersten Dr. Sor Folge mal so wie so ein Flyer unter jedem Post, unter jedem Kommentar, der da steht, vielleicht mal was posten, dass es weitergeht oder so, damit das auch jeder von den alten Zuschauern noch mitkriegt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen kann, falls einer Tipps hat, gerne her damit. Und ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt. Und ja, wenn ihr mir helfen wollt, gerne, sagt es rum, erzählt es jedem, der früher Dr. Sor geguckt hat, erzählt es jedem, der vielleicht die Serie toll finden wird, der es noch gar nicht kennt, zeigt die alten Folgen und ich werde demnächst ein paar Sachen hochladen. Ich habe ja zum Beispiel immer noch dieses Reaction-Video zu der 7. Episode. Ich habe ungefähr 30 Einsendungen bekommen.
Daraus wollte ich eigentlich ein Reaction-Video schneiden, habe ich nie geschafft. Das werde ich auf jeden Fall versuchen, noch vor der 8. deutschen Folge hochzuladen. Das könnt ihr dann auch hier sehen. Und. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Bis dann. Euer Knichel.